begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Universitätsbibliothek Wien an diesem Abend. Die heutige Veranstaltung ist die vorerst letzte in der Reihe Erlesenes Erforschen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Jahre zu werfen und ein Resümee zu ziehen. Seit Mai 2018 fanden insgesamt 38 Präsentationen im Rahmen dieser Reihe Erlesenes Erforschen statt. Diese anlässlich des 20 Jahre Universität Wien Campus Jubiläums ins Leben gerufene Veranstaltung. Das Reihe der UB Wien wurde 6,5 Jahre betrieben. Die Idee stammte von Martin Steinreiber, Pamela Stückler und Markus Stumpf, alle drei Kolleginnen und Kollegen der Unibibliothek Wien. Ziel der Präsentationsreihe war es, wissenschaftliche Publikationen der Forscherinnen und Forscher der Uni Wien in einem gesellschaftlichen Kontext zu stellen und einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Campus bietet sich für die UB insofern an, als 11 Fachbereichsbibliotheken hier verortet sind und die Kolleginnen und Kollegen diese Bibliotheken hier bereits seit vielen Jahren regelmäßig mit Ausstellungen, Buchpräsentationen und Lesungen bespielt haben. Thematisch und fachlich konnten wir ein breites Spektrum abdecken von zeitgeschichtlichen Themen wie der Deutsche Club, Austronazis in der Hofburg, über das Frankreich im 19. Jahrhundert, bis hin zu Themen wie Schöner Leben mit Polyamorie und der dunklen Biergeschichte von Zipf. Waren viele spannende Forschungsbereiche mit dabei. Begonnen hat unsere Reihe als Vor-Ort-Veranstaltung. Corona hat uns dann dazu veranlasst, insgesamt 8 Veranstaltungen rein online zu übertragen. Die Möglichkeit des Livestreams nutzen wir bis zum heutigen Tag. Seit Oktober 2021 kann man auch wieder hier vor Ort dabei sein, aber auch bequem eben von unterwegs per Livestream oder die Präsentation im Nachhinein streamen. Wir veröffentlichen alle Videos auf FEDRA, das ist das Langzeitarchivierungssystem der UB Wien, und auf dem YouTube-Kanal der UB Wien. Während der Veranstaltung haben die Zuseherinnen und Zuseher die Möglichkeit, online Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die in all diesen Jahren bei dieser Veranstaltungsreihe mitgearbeitet haben. Ich möchte mich auch besonders bei den, wie wir intern sagen, Soundluxen bedanken. Das sind die Kollegen von der Firma Soundlux, die uns immer sehr professionell und auch sehr nett betreut haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Die heutige Veranstaltung bildet, wie gesagt, die vorerst letzte Buchpräsentation in der Reihe, wie wir sie bis jetzt gewohnt sind. Wir überdenken gerade das Konzept neu und wollen in Kürze mit frischen Ideen auf die eine oder andere Art als Vermittler der wissenschaftlichen Forschung an der Uni Wien weitermachen. Ich möchte nun den Autor des heutigen Abends vorstellen. Alexander Bär studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien sowie an der Universität Wien. Er ist Politikwissenschaftler, Übersetzer und Journalist. Neben seiner Lehrtätigkeit an Universitäten, an Schulen und bei Gewerkschaften forscht er zu den Themen Klimagerechtigkeit, imperiale Lebensweise, Flucht und Migration und zur Situation von migrantischen Landarbeiterinnen in der industriellen Landwirtschaft. In seinen Radiobeiträgen beschäftigt er sich aber auch mit historischen Themen, mit Musik und Reisen und wie ich gesehen habe auch mit Fasten, bald auf Ö1. Darüber hinaus engagiert er sich in weltweit vernetzten sozialen Bewegungen. Schwerpunktmäßig ist er in antirassistischen Zusammenhängen aktiv sowie in Klimabewegungen und Bewegungen für eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft. Er arbeitet in einem Netzwerk zur Unterstützung von Landarbeiterinnen in der Gemüseproduktion und gründete das Netzwerk Interact mit, das westafrikanische und europäische Basisbewegungen vereint.
Als Journalist hat er mehrere Bücher von Geflüchteten übersetzt und herausgegeben. Alexander Bär ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vorstandsmitglied bei Diskurs, das Wissenschaftsnetzwerk, sowie Kuratoriumsmitglied der Hilfsorganisation Medico International und außerdem Mitglied im Kollektiv Mühle Nikic im Burgenland. Das Thema des heutigen Abends ist globale Solidarität. In seinem 2022 erschienenen Buch Globale Solidarität, wie wir die imperiale Lebensweise überwinden und die sozial-ökologische Transformation übersetzen. Der Titel verspricht einen praktischen Wegweiser. In einer Rezension von Carola Rakete heißt es, dieses Buch vermittelt die Idee der sozial-ökonomischen Transformation, ohne sich nur auf Theorie zu beschränken. Viele praktische Beispiele zeigen, wie globale Solidarität bereits gelebt wird, wie ermutigen dazu, selbst aktiv zu werden. Alexander Bär wirft einen Blick in die Vergangenheit, stellt erfolgreiche Kampagnen der Solidarität vor und erörtert ihr Potenzial zur Überwindung gesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Krisen. Ich wünsche Ihnen einen sehr interessanten und spannenden Abend und darf das Wort übergeben. Dankeschön. Danke vielmals. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, hier zu sein und das Buch vorstellen zu dürfen. Tatsächlich ist das ja im Oktober 2022 erschienen. Ich habe das in der Corona-Zeit geschrieben. Da war ja ein bisschen mehr Zeit sozusagen für die meisten als jetzt und habe dieses Zeitfenster genutzt. Sehr unterstützt hat mich Jean Ziegler, bei dem ich sozusagen gelernt habe, von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte, und ohne ihn und viele andere auch, wäre dieses Buch ganz bestimmt in dieser Form, hätte es nicht entstehen können. Zu meiner Biografie, zu meinen Betätigungsfeldern ist ja jetzt schon einiges gesagt worden. Mir ist es sehr, sehr wichtig, hier in unterschiedlichsten Bereichen aktiv zu sein. Im wissenschaftlichen Feld, eben auch im journalistischen. Ö1 ist bereits genannt worden. Das ist sozusagen das Sprachrohr für die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Forschung. Die Lehre auch hier an der Universität Wien bei Ulrich Brandt, der den Begriff der imperialen Lebensweise geprägt hat, der ja auch für mein Buch ganz wichtig geworden ist. Darüber werde ich im Vortrag noch einiges sagen und eben auch die Tätigkeit in einer ganzen Reihe von aktivistischen Zusammenhängen, von Hilfsorganisationen. Und hier ist mir Medico International mit Sitz in Frankfurt, wurde auch schon erwähnt, ganz besonders wichtig mit dem Slogan Hilfe leisten, Hilfe kritisieren, Hilfe überwinden. Also weg von diesem karitativen Ansatz der Hilfe, globalen Hilfe, hin zu einem Begriff der Solidarität. Darüber werde ich ausführlich sprechen und diese verschiedenen Tätigkeitsbereiche, wenn man so will, das sind Mosaiksteine für mich, die sich zusammensetzen und aus denen ich sozusagen meine alltägliche Arbeit dann auch bestreite. Das grundsätzliche Ziel des Buches besteht darin, Erfahrungen sichtbar zu machen, eben eine ganze Reihe von Kampagnen, in denen ich tätig war und noch immer bin, sichtbar zu machen, zu diskutieren, eine Reihe von Thesen vorzustellen, zu reflektieren, und es soll dazu dienen, gemeinsam zu lernen und für weitere Solidaritätsaktionen zu ermutigen. Also das soll nicht einfach Wissenschaft sein im Elfenbeinturm, sondern das soll auch tatsächlich dazu ermutigen, Strategien zu finden, gemeinsam zu finden mit unserer kollektiven Intelligenz, die dazu dienen, diese dramatische sozial-ökologische Krise, in der wir uns befinden, rasende Klimakrise, zu lösen. Das kann nur gelingen, indem wir eine offene, plurale Strategiediskussion führen. Und das Buch will dazu einen Beitrag leisten. Es ist in 5 Kapiteln, Überkapiteln, gegliedert. Im ersten Kapitel beschreibe ich die strukturelle Gewalt. Was ist eigentlich sozusagen das grundlegende Problem unseres wachstumsgetriebenen Wirtschaftssystems, aber auch des zugrunde liegenden Rassismus, der autoritären Geschlechterverhältnisse und vieles mehr. Im zweiten Kapitel beschreibe ich oder gehe ich zurück in die Geschichte der globalen Solidaritätsbewegungen bis zum heutigen Zeitpunkt. Also für mich im Buch,
Das ist natürlich nicht sozusagen alles, was darüber gesagt werden kann, aber ich beginne mit der ersten Internationale, gegründet unter anderem mit von Karl Marx, und handle mich dann weiter vor in der Geschichte, gehe die verschiedenen Internationalen durch, die Komintern bis hin zur vierten Internationale hinauf, die Bewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg, dann die globalisierungskritische Bewegung, die Aufbrüche in den 2010er Jahren und so weiter und so fort und diskutiere verschiedene Elemente dieser auf globale Solidarität abzielenden Bewegungen. Gerade was die Internationalen betrifft, die klassischen Internationalen, da diskutiere ich, was ihre jeweiligen speziellen Merkmale waren und warum sie auch auf ihre jeweilige Art gescheitert sind. Also besonderen Fokus habe ich gewidmet der Komintern, der dritten Internationale, mit starkem Bezug auf das großartige Buch von Brigitte Studer, Reisen in der Weltrevolution, und habe mir angesehen, was in den ersten Jahren nach der Russischen Revolution hier, was die Ansätze waren und in welche Richtung sich die Komintern bewegt hat, bis sie dann im autoritären Stalinismus, hyperautoritären Stalinismus untergegangen ist und von Stalin abgeschafft wurde. Und ich gehe dann hinauf bis eben zu den aktuellen, auf globale Solidarität hinabzielenden Bewegungen, bis zu meiner eigenen Sozialisation, wenn man so will, ab Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, globalisierungskritische Bewegung, die mich sehr geprägt hat, und diskutiere die verschiedenen Ansätze, die damit verwoben waren. Das dritte Kapitel beinhaltet die Diskussion der sogenannten falschen Alternativen. Ich werde dann noch näher darauf eingehen, was damit gemeint ist. Also aktuell im neoliberalen Kapitalismus wird sozusagen zur Abmilderung der Klimakrise werden eine Reihe von Elementen vorgestellt, die ich als falsche Alternativen bezeichne. Green Growth, der Hype um E-Autos und vieles mehr. Im vierten Kapitel widme ich mich dem Jahrhundertprojekt der sozialökologischen Transformation. Welche Strukturelemente können thesenhaft diskutiert werden, die notwendig sind meiner Ansicht nach, um die sozialökologische Transformation umzusetzen? Und im fünften Kapitel, da gehe ich dann ganz konkret in Kampagnen hinein, in die ich selbst involviert bin, und nehme die Leser, Leserinnen mit in die Ukraine zu Antikriegsaktivitäten, in den Irak, auch nach Lateinamerika, nach Westafrika, die sozialen Kämpfe in Europa gegen Rassismus, Klimakämpfe und vieles mehr, und gebe da Beispiele. Ich habe den Vortrag nun aufgebaut in Form von etlichen Thesen, die ich vorstellen will und die ich dann gerne auch mit Ihnen und euch diskutieren möchte. Die erste These, globale Solidarität, was verstehe ich überhaupt darunter, zielt auf das gute Leben für alle Menschen auf der Welt ab, innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten. Globale Solidarität, davor ist es schon angeklungen, habe ich das gesagt, unterscheidet sich fundamental von der herablassenden Geste des Karitativen. Globale Solidarität und Klimagerechtigkeit können nur verwirklicht werden, wenn wir die imperiale Produktions- und Lebensweise überwinden. Jetzt, was ist damit gemeint? Vielen von euch wird der Begriff bestimmt eben über Ulrich Brandt und Markus Wissen ein Begriff sein. Das bedeutet, dass die meisten Menschen hier in den Ländern des globalen Nordens und eine zunehmende Anzahl an Menschen auch in den sogenannten Schwellenländern strukturell auf Kosten des Klimas leben, auf Kosten der Biodiversität, bäuerlicher Gruppen, indigener Gruppen. Und wir benennen eine ganze Reihe von Erscheinungsformen der imperialen Lebensweise. Dazu gehört beispielsweise die Automobilität inklusive der immer mehr um sich greifenden SUVisierung der Automobilität. Immer größere, leistungsstärkere, zerstörerische Autos, wenn man so will. Billigflugreisen, billiges Fleisch, Wegwerfmode, Gemüse zu jeder Jahreszeit vom anderen Ende des Planeten. Das sind Erscheinungsformen der imperialen Lebensweise. Und anhand dieser Erscheinungsformen buchstabieren sich auch viele der Kampagnen aus, in denen ich involviert bin. Beispielsweise, eingangs wurde schon gesagt,
ein Kampagnenfokus ist die Unterstützung von migrantischen Landarbeitern und Landarbeiterinnen in der industriellen Landwirtschaft. Ich habe eben zu Beginn meiner akademischen Laufbahn an der BOKU studiert und da war das ein Schwerpunkt. Die imperiale Lebensweise ist angebotsinduziert. Das sind stets unserer Ansicht nach zu verstehen als Profitstrategien der Unternehmen. Das kommt nicht von den Konsumenten, Konsumentinnen, die jemals in den 50er oder 60er Jahren auf die Straße gegangen sind und gesagt hätten, wir wollen unbedingt Tomaten und Erdbeeren im Winter. Das sind stets Profitstrategien der Unternehmen. Autos, ein Einfamilienhaus, hoher Strombedarf im Haushalt, der erhöhte Fleischkonsum in jüngster Zeit, die elektronischen Geräte, oftmals mit geplanter Obsoleszenz. Also das sind alles Erscheinungsformen der imperialen Lebensweise. Wir leben also so, als ob wir zwei, drei oder vier Welten zur Verfügung hätten. Und jetzt die ganz wichtige nächste These ist die, dass die Verantwortung für Umweltzerstörung und CO2-Emissionen natürlich sozial extrem ungleich verteilt ist, auch innerhalb der Länder des globalen Nordens. Das müssen wir unbedingt ganz klar benennen, sonst führt uns das auf einen falschen Pfad. Diese ungleiche Verantwortung kann anhand von drei Kategorien ausbuchstabiert werden, wenn man so will. Erstens historisch, zweitens geografisch und dann individuell. Und zwar ist die entscheidende Kategorie hier das Einkommen. Historisch, viele von euch werden die Zahlen kennen, also im Zeitraum Beginn der Industrialisierung bis zum jetzigen Zeitraum waren die USA für mehr oder weniger 40% der weltweiten Emissionen verantwortlich und die Länder der EU für 29%. In Österreich kann man die Zahlen folgendermaßen beschreiben: die reichsten 10% verursachen 2019 mehr Treibhausgase als die gesamte untere Einkommenshälfte zusammen. Und diese Dinge, also das Verbinden der sozialen und der ökologischen Forderungen, das müssen wir stets voranstellen, sei es in den Klimabewegungen oder in den progressiven NGOs, Verbänden, progressiven Parteien etc. Das ist ein ganz wichtiges Kernanliegen. Ich komme zu dem, was ich eingangs gesagt habe, die falschen Alternativen. Unternehmensverbände, Parteien, Medien versuchen oftmals in der multiplen Krise, in der wir uns befinden, falsche Alternativen schmackhaft zu machen. E-Fuels, Elektroautos, Carbon Capture and Storage, also die CO2-Abscheidung und Speicherung, sogenannte freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen. Mit einem Wort, technische Innovationen sollen die Klimakrise lösen und die Verantwortung, die individuelle Verantwortung des Konsumenten, der Konsumentin. Und dagegen müssen wir uns ganz klar positionieren. Es sind weder die technischen Neuerungen, die uns aus der Klimakrise führen können, die können sie vielleicht punktuell abmildern, noch, dass wir den Einzelnen sagen, du kannst die Welt retten, indem du im Supermarkt zum richtigen Produkt greifst. Es sind hingegen viel tiefer strukturell verankerte Probleme, die wir hier lösen müssen. Und wir müssen Acht geben, nicht diesen falschen Alternativen aufzusitzen. Nächste These, die ich vorstellen möchte: wir brauchen einen radikalen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Wir brauchen also ein Change by Design statt des Change by Disaster, das kommen wird, wenn wir eben nicht radikal und entschlossen die Wirtschaft umbauen. Wir müssen, würde ich meinen, die demokratische gesellschaftliche Kontrolle über die Schlüsselindustrien gewinnen. Damit ist nicht gemeint, dass wir diese Wirtschaftssektoren verstaatlichen sollten nach dem Modell des 20. Jahrhunderts, der Sozialismen des 20. Jahrhunderts, sondern wir brauchen eine Produktionskonversion. Ich habe schon einiges gesagt über den Mobilitätssektor und über die Autoindustrie. Ich mache das ganz bildlich anhand eines Beispiels. Vom Fließband sollten in Zukunft nicht mehr die bereits erwähnten SUVs rollen, sondern eben in Zukunft Straßenbahnen, Züge, Busse, Lastenräder. Das ist die große Herausforderung, das sagt sich so leicht, das weiß ich, aber sehr voraussetzungsvoll.
Da müssen beispielsweise die Gewerkschaften mit an Bord sein. Da braucht es starke Bewegungen, nicht nur aus der Klimabewegung, sondern eben auch aus der Arbeiter-, Arbeiterinnenbewegung, um diesen Umbau voranzubringen. Jüngst habe ich mich in einer Reportage mit einer Kollegin, Lucia Steinwender, einem Beispiel gewidmet, wo das bereits jetzt praktiziert wird. Man versucht, das in die Praxis umzusetzen. Das ist die Fabrik, ehemalige Fabrik CKN im Norden von Florenz, Campo Bisenzio, eine große Fabrik, in der Autobestandteile hergestellt wurden für Maserati, für Ferrari, für Fiat und so weiter und so fort. Das Werk hätte geschlossen werden sollen vor einigen Jahren, wurde aber von den Arbeitenden besetzt. Und die Arbeitenden haben gemeinsam mit der Klimabewegung und mit den Scientists for Future einen Produktionskonversionsplan auf die Beine gebracht. Jetzt gerade läuft die heiße Phase, ganz, ganz wichtig, eines Crowdfundings, der Beteiligung, breiten Beteiligung finanziellen von ShareholderInnen an diesem Projekt. Meine These ist, dass wenn wir hier im globalen Norden es schaffen, die Wirtschaft entsprechend umzubauen, dass dann auch der Druck abnimmt, auf Länder des globalen Südens die Rohstoffausbeutung weiter voranzutreiben. Um nochmal zu bleiben beim Stichwort Automobilität, das betrifft das Lithium, Kobalt oder Kupfer im Bereich der elektronischen Geräte, das Coltan, das in vielen Fällen, also in großen Mengen, aus den östlichen Gebieten des Kongo kommt, aus den Kivu-Gebieten, verbunden, der Abbau verbunden mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Was den Fleischkonsum betrifft, der unbedingt reduziert werden muss in den Ländern des globalen Nordens, das hilft beim Schutz der Regenwälder in den Ländern des globalen Südens. Also wenn wir hier entschlossen die Kämpfe für sozial-ökologische Transformation führen, nimmt der Druck ab, auf Länder des globalen Südens die Rohstoffausbeutung dermaßen brutal weiter voranzutreiben. Zahlreiche Beispiele werden im Buch vorgestellt, beispielsweise auch im Bereich des Flugverkehrs, da ist die Initiative Stay Grounded zu nennen. Ich bringe Beispiele aus der Bauindustrie. Hier ist vor allem herauszustreichen die starke Bewegung Le Soulèvement de la Terre in Frankreich, die die Zementindustrie entschlossen bekämpfen. Auch hierzulande gibt es zum Glück einen beginnenden Diskurs über den hohen Grad der Versiegelung, 11,3 Hektar in Österreich pro Tag, die durch Bautätigkeit, Verkehr, Betriebsflächen versiegelt werden. Das muss ja drastisch gesenkt werden. Und hier braucht es entschlossene soziale Kämpfe. Ich gehe dann später noch darauf ein, was hier zu tun ist. Selbstverständlich brauchen wir ein Ende der Kohleverstromung, ebenfalls eine Vergesellschaftung, einen Rückbau, Vergesellschaftung zunächst der Energiekonzerne. Initiativen, die hier zu nennen sind, sind RWE und Co. enteignen, Ende Gelände, von denen bestimmt schon viele von Ihnen und euch gehört haben, Kohlegruben besetzen, vieles mehr. Was es auch braucht, und das benenne ich dann im Buch, vor allem im vierten Kapitel, das Jahrhundertprojekt der sozial-ökologischen Transformation, unter dem Schlagwort der solidarischen Arbeitsteilung, ist der Kampf um entschlossene Lieferkettengesetze, starke Lieferkettengesetze. Das beginnt jetzt langsam in den letzten Jahren, nimmt es an Fahrt auf, bei weitem nicht genug, da muss noch sehr, sehr viel getan werden, aber zumindest sind hier Fortschritte erzielt worden und es hängt, meine These, stets davon ab, wie stark der Druck von unten ist, von den Gewerkschaften, Klimabewegungen, Umweltbewegungen etc., wie diese Lieferkettengesetze letztendlich aussehen. Ein weiteres wichtiges Kampffeld sind die Klimaklagen. Das ist ja bekannt, dass es rund um den Globus beinahe 2000 Klimaklagen sind, die anhängig sind. Also hier gibt es einen regelrechten Boom, würde ich sagen. Und das ist ein wichtiges Feld der Auseinandersetzung. Nächste These. Für diesen sozialökologischen Umbau brauchen wir eine öffentliche, allen zugängliche sozialökologische Infrastruktur. Die Frage der öffentlichen Infrastruktur ist ganz entscheidend.
Grundversorgung mit klimaschonend produzierter Energie, günstigen Wohnraum, gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist auch in Österreich ganz wichtig. Das Klimaticket ist gut, aber wenn ich im Südburgenland bin oder im Waldviertel oder im 22. Bezirk, dann ist das manchmal nicht sinnlos, aber es nützt mir viel weniger, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gut ausgebaut sind. Die Gesundheitsversorgung zählt ebenfalls dazu, Bildung, gesunde Nahrung. Das heißt, die grundlegende hier dahinterstehende These ist, dass wir dem kapitalistischen Markt die Wirkmächtigkeit dann ein Stück weit entziehen, wenn diese Infrastrukturen, diese Sektoren ausgebaut werden. Im Wohnsektor, wenn günstiger Wohnraum zur Verfügung steht beispielsweise. Wie soll das alles finanziert werden, wird oftmals gefragt. Naja, wir brauchen eine viel höhere Besteuerung von Unternehmensgewinnen, Erbschaften, Vermögen und Finanztransaktionen. Das ist ein dickes Brett, das es zu bohren gilt. Das fällt auch nicht vom Himmel, das geht nur über soziale Kämpfe. Ich bin jetzt eingebunden in den Prozess, den Marlene Engelhorn angestoßen hat, ihr Vermögen, das sie geerbt hat, um rückzuverteilen an die Gesellschaft. Sie und ihr habt es bestimmt in der Zeitung gelesen, es wird ein Bürgerinnenrat eingesetzt, der darüber entscheidet, wohin dieses Geld fließen soll. Ich bin gemeinsam mit anderen Experten, Expertinnen an diesem Prozess beteiligt, bin da sehr gespannt darauf. Das wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 über die Bühne gehen, in mehreren Wochenenden. Aber Marlene Engelhorn hat jetzt sozusagen nicht nur diesen individuellen Schritt gesetzt, ihr eigenes Vermögen rückzuverteilen, sondern sie sagt auch ganz klar, das ist eine gesellschaftliche, eine politische Frage. Sie gehört der Initiative Tax Me Now an beispielsweise, also Tax Us Now, wir die Reichen, wir müssen eben einen fairen Beitrag leisten zur Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur, des Gemeinwohls. Und darauf stützt sich eben auch meine These, dass es gerechte Steuern hier braucht. Eine konsequent klimasoziale Politik unterscheidet sich beispielsweise radikal von einer einfachen CO2-Steuer, die ja nicht unterscheidet, ob jemand in den Privatjet steigt oder seine, ihre Wohnung heizen muss. Also mit solchen klaren, entschiedenen Ansätzen würde die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen in der breiten Bevölkerung, so meine These, stark erhöht werden. Also hier geht es wiederum darum, nicht das Soziale gegen das Ökologische auszuspielen. Noch eine kurze Zahl. Ihnen und euch ist das bestimmt allen bewusst, aber es lohnt sich, das immer wieder auf den Tisch zu bringen. Das reichste Prozent in Österreich besitzt rund 40% des Gesamtvermögens. Also an dieser Situation muss sich unbedingt etwas ändern und hier müssen wir Druck aufbauen. Um zur globalen Dimension dieser Problematik zurückzukehren, die Erlöse aus progressiven Steuern sollten nicht nur den Gesellschaften des globalen Nordens zugutekommen, sondern wir sollten hier mit diesem Schwung, wenn es uns gelingt, mehr Druck aufzubauen, auch Schuldenerlässe fordern für die Länder des globalen Südens und Reparationszahlungen erstens für koloniales Unrecht und zweitens für die Folgen der Klimakrise. Das ist weithin bekannt und wird jetzt zum Glück vermehrt auch diskutiert, verstärkt, dass natürlich diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, am meisten unter ihren Folgen leiden. Das heißt, hier braucht es viel, viel stärkere Mechanismen der Rückverteilung. Nächste These: Es braucht eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum. Auch ein dickes Brett, das wir bohren müssen, aber wir müssen immer wieder selbstbewusst mit dieser Forderung vorangehen, denn mit dem Wirtschaftswachstum steigen unweigerlich auch die Emissionen weiter an. Eine relative Abkoppelung, so zeigen das viele Studien, sind möglich, aber nicht eine absolute Abkoppelung von Wirtschaftswachstum und Emissionen, meine ich. Nicht eine absolute Abkoppelung in der Größenordnung, wie wir sie brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Warum ist das so? Hier sprechen wir vom sogenannten Rebound-Effekt, also Effizienzgewinne, zum Beispiel beim Spritverbrauch.
werden stets wettgemacht durch die höhere Anzahl an Autos, durch die Tatsache, dass mehr Auto gefahren wird, etc. etc. Das heißt, natürlich haben wir Effizienzgewinne bei vielen Technologien, aber die elektronischen Geräte werden mehr benutzt, der Strombedarf steigt insgesamt, es wird mehr Energie verbraucht und die Emissionen gehen nicht zurück. Das BIP ist somit kein nützlicher Wohlstandsmaßstab. Was wir nun brauchen, das ist ein diskursiver Ansatz, wenn man so will, wir brauchen einen anderen Begriff von Freiheit und Wohlstand. Der Begriff von Freiheit und Wohlstand, der jetzt hegemonial ist, also vorherrschend, geht davon aus, sagt, du kannst Rasen auf der Autobahn nach Belieben, wie du willst. Du kannst jederzeit in ein Flugzeug steigen, um 2 Tage einen Städteurlaub zu machen in London oder in Barcelona, um dann am Montag wieder zurück im Büro zu sein, jeden Tag Fleisch am Teller und so weiter und so fort. Das ist der hegemoniale Begriff von Freiheit und Wohlstand. Und wir müssen einen anderen Begriff von Freiheit und Wohlstand entwickeln, der davon ausgeht, dass ein gutes Leben bedeutet, nicht im Stau stehen zu müssen, saubere Luft in den Städten zu haben, mehr Ruhe, weniger Fleisch, dafür gesund zu leben. Alle Zahlen sagen, dass wir beim Fleischkonsum viel zu hoch liegen und unsere Gesundheit gefährden. In der Stadt Radfahren zu können, auch für die Kinder, auch für die alten Menschen, ohne Unfallgefahr. Mehr Zeitwohlstand, das ist eine ganz zentrale, wichtige Forderung in Richtung der Gewerkschaften, in Richtung Zeitwohlstand zu gehen, Aufwertung der Sorgearbeit, weniger Lohnarbeit, mehr Zeit für Care-Arbeit. Dazu gehört eben auch günstig genossenschaftlich verwalteter Wohnraum, die bereits erwähnte, gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur. Es braucht, und jetzt kommt das zentrale, aber böse Wort, eine Produktion nach gesellschaftlichem Plan. Und ohne dem wird es nicht gehen. Ich rekurriere hier unter anderem auch auf Ulrike Herrmann mit ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus, die das Beispiel bringt der britischen Kriegswirtschaft, wo es auch um Rationierungen geht. Rationierung, gesellschaftlicher Plan, öffentliche Infrastruktur runter vom hohen Verbrauch an Ressourcen. Ich komme zur nächsten These in Bezug auf unsere aktivistischen Aufgaben, die uns die wichtig sind, die wir leisten müssen. Hier in diesem Rahmen, ich spreche jetzt globaler Norden, die meisten Menschen, die an der Universität arbeiten, die in Institutionen arbeiten, in den NGOs etc. etc. mit unseren Privilegien, die uns zur Verfügung stehen, hier an der Universität, zu Medien, Bildungseinrichtungen, mächtigen politischen Institutionen des globalen Nordens. Mit finanzieller Unterstützung und viel mehr sollten wir diejenigen unterstützen, die in Situationen kämpfen für Klimagerechtigkeit, gegen Rassismus und vieles mehr unter viel schwierigeren Bedingungen, als das hier der Fall ist. Ich kann hier frei reden, hier in diesem wunderbaren Raum an der Universität. Ich muss nicht fürchten, dass jederzeit die Geheimpolizei kommt und mich da von der Bühne wegzerrt und ich verschleppt werde. Kann mich frei äußern, kann meine Thesen hier präsentieren, kann im Radio sprechen, an der Universität lehren und vieles mehr. Aber das ist, wenn man sich das vor Augen führt, tatsächlich fast eher die Ausnahme. Shrinking Spaces, die immer schmäler werdenden Spielräume für Demokratie, für Kritik rund um den Globus mit dem Erstarken illiberaler Demokratien, das ist eine Riesengefahr und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir mit denjenigen solidarisch sind rund um den Globus, die in ihren Kämpfen am meisten riskieren. Wir können hier frei sprechen, wir können Demonstrationen organisieren. Es gibt Polizeigewalt, es gibt rassistische Polizeigewalt, da müssen wir auch ganz genau hinsehen. Gleichwohl ist es so, dass unsere Mitstreiter, Mitstreiterinnen, sei es in Kolumbien, in Bangladesch, in der Demokratischen Republik Kongo, viel mehr riskieren, wenn sie genau das Gleiche tun, was wir hier tun im globalen Norden. Und da besteht auch die Aufgabe darin, dass wir notfalls Asyl organisieren,
Menschen aus schwierigen Situationen rausholen, wenn sie von Repression betroffen sind. Im Journalismus wie auch im Wissenschaftsbetrieb ist es wichtig, darüber spreche ich auch im Buch, die eigene Sprechposition offenzulegen. Wir müssen uns, wie bei Brecht, der das geschrieben hat, die Frage stellen und wir müssen uns auch die Frage gefallen lassen, wem ein bestimmtes Handeln, eine bestimmte Ansicht oder eine bestimmte Strategie nützt. Ganz konkret alltäglich in Bezug auf unsere sozial-ökologischen Strategien. Wer Privilegien innehat, hat auch die Aufgabe, sie dafür einzusetzen, die Verhältnisse grundlegend zu verändern. Ich komme schon zum Schluss. Meine These im letzten Kapitel lautet, dass wir eine solidarische Arbeitsteilung brauchen, eine Mehrfachstrategie, wenn man so will, ein aktivistisches Multitasking. Oft wird in den sozialökologischen Bewegungen darüber diskutiert, welche Strategie die richtige ist, die eine ist falsch, die andere richtig. Meiner Ansicht nach gibt es keinen Königsweg, wenn man so will, keine Strategie, die die einzige richtige ist, sondern wir brauchen eben eine Arbeitsteilung, eine solidarische und eine Mehrfachstrategie. Die Basisbewegungen sind wichtig, auf der Straße starke Klimabewegung, starke antirassistische Bewegung, starke Bewegungen für Demokratie, wie wir sie jetzt gesehen haben, vergangenen Freitag beispielsweise in Wien und in den letzten 2 Wochen in Deutschland. Gleichzeitig ist es wichtig, offene Kommunikationskorridore zu haben, hin zu den institutionellen Akteuren und Akteurinnen. Also zu etablierten NGOs, in den Staatsapparat, in die Parteien etc. etc. Ich diskutiere im Buch ein bisschen genauer das Beispiel der globalisierungskritischen Bewegung, durch die ich sehr, sehr stark geprägt bin und die mich als Schüler und zu Beginn meines Studiums sehr, sehr stark geprägt hat. Damals war der Slogan, die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, sehr, sehr wichtig für uns. Und die Bewegung, globalisierungskritische Bewegung mit den Sozialforen Anfang der Nullerjahre war auch tatsächlich eine sehr, sehr starke und wichtige Bewegung. Allerdings die Kritik besteht nun darin oder wurde vielfach formuliert und ich diskutiere es ja auch im Buch, dass wenn die Forderungen nach einer sozialökologischen Transformation nicht in bleibende Gesetze, Errungenschaften gegossen werden, dann kann es geschehen, dass die Bewegungszyklen zu Ende gehen, die dauern ein paar Jahre, dann gehen sie wieder runter und am Ende bleibt alles beim Alten. Das heißt, es braucht hier ein Zusammenspiel zwischen Basisbewegungen und institutionellen Akteuren und Akteurinnen. Ich diskutiere auch im Buch die Bedeutung von, wie wir das nennen, vielen bekannt, Events and Places, also Orten und Ereignissen als Kristallisationspunkte für unseren Protest. 2 Beispiele, in Deutschland die Verteidigung des Dorfes Lützerath, im letzten Jahr, vergangenen Jahr, etwas über einem Jahr, die, wie Sie wissen, leider nicht geglückt ist. Lützerath wurde geräumt und ist abgebaggert. Aber die Verteidigung des Dorfes Lützerath und die Allianzen, die dabei entstanden sind bei dieser Verteidigung, die sind ganz, ganz wichtig und zentral. Nächstes Beispiel, die Mobilisierungen gegen die European Gas Conference hier in Wien, die auch dieses Jahr wieder stattfinden werden. Wichtige Kristallisationspunkte, die sich zur Analyse nehmen, einen konkreten strategischen Gegner auszuwählen, einen konkreten Anlass und die Proteste anhand eines Ereignisses an einem bestimmten Ort zu strukturieren und aufzubauen. Ich komme zum Schluss. Ich habe auch im Buch Walter Benjamin zitiert, der gesagt hat, dass Revolutionen vielleicht nicht, wie das Marx einmal gesagt hat, die Lokomotive der Weltgeschichte sind, sondern vielmehr der Griff des in diesem Zug reisenden Menschheitsgeschlechts nach der Notbremse. Dann ein weiter so, Stichwort Change by Disaster, ist sicherlich nicht möglich. Das heißt, wir müssen hier jetzt die Notbremse ziehen,
der sozial-ökologischen Raserei, aber gleichzeitig eben auch in der Lage sein, Alternativen gegen Hegemonie, gegen Macht aufzubauen. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Dankeschön, hallo. Es kam eine Frage rein, online über Slido. Ist die Macht des Einzelnen, die so oft hervorgehoben wird, dann in Wirklichkeit eine Lüge, mehr oder weniger? Also es heißt ja scheinbar immer, wenn jeder einzelne Konsument sich für das richtige Produkt entscheidet oder wenn jeder Einzelne seinen Strom spart oder was auch immer, dann ist das eh gelöst. Mhm. Und damit wird es irgendwie so ein bisschen kritisiert, der hier auf die Einzelperson abgewendet, während dann die großen Unternehmen, also kann sich das jemals ausgleichen oder hat der Einzelne wirklich so viel Macht oder wie kann er seine Macht wirklich umsetzen? Reicht es, ein guter Konsument zu sein, also ein informierter Konsument? Mhm. Vielen Dank. Ich würde folgendermaßen argumentieren, ein veränderter Konsum kann ein erster Politisierungsschritt sein. Insofern möchte ich das auf jeden Fall nicht missverstanden wissen, dass ich die Macht, wenn man so will, des Einzelnen, der Einzelnen ganz negiere. Das sehe ich nicht so. Wir haben diese Frage sehr, sehr oft diskutiert in unserem Netzwerk des Forums Civique Européen, des Europäischen BürgerInnenforums, dass die bereits erwähnte Unterstützung der migrantischen Gewerkschaften im landwirtschaftlichen Sektor im Obst- und Gemüsebau organisiert hat. Und hier vor allem ganz zentral eine Gewerkschaft in Südspanien, in Almeria, die SOC, SOC, Sindicato de Obreros, Obreras del Campo. Das ist die Region, aus der ein Großteil des Wintergemüses stammt, das hier bei Bilder, bei Lidl und so weiter und so fort in den Supermärkten verkauft wird. Und wir haben stets mit Appellen gearbeitet, mit Briefen, mit Protestaktionen, die auch Konsumenten und Konsumentinnen adressiert haben. Und haben gesagt, dass der Konsum dieses Gemüses muss aufhören, es braucht Alternativen, es braucht Regionalität, Saisonalität. Allerdings war das für uns sozusagen strategisch stets das Eingangstor zu einer breiteren Organisierung. Die Gewerkschaften vor Ort müssen unterstützt werden mit der Umverteilung von Privilegien. Wir müssen für sie, wenn wir die Möglichkeit haben, finanzielle Ressourcen finden. Wir müssen mediale Aufmerksamkeit schaffen. Wir müssen mit Aktionen hier bei den Supermärkten, das haben wir einige Male gemacht im Zuge von Protestaktionen, besetzen, darauf aufmerksam machen, wie die Produktionsbedingungen aussehen. Also ja, ich denke schon, dass es eine wichtige Rolle spielt, die Bewusstseinsarbeit im Bereich Konsum, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Es muss immer weitergehen, dann in Richtung Solidarisierung mit den Betroffenen, Unterstützung von Gewerkschaften, Bildung von Gewerkschaften und von transnationalen Verbindungen. Wie ordnen Sie die momentan starke Orientierung der EU in Richtung Umbau der Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft ein? Als falsche Alternative, ein Schritt in die richtige Richtung oder lediglich Symptombekämpfung des wachstumsgetriebenen Systems? Da würde ich eigentlich sagen, das ist eher Letzteres für mich. Wenn es uns nicht gelingt, Stichwort Green New Deal, noch Elemente einzubauen, die eben ganz stark mit Degrowth, also mit einer Wachstumsrücknahme einhergehen. Degrowth, das habe ich auch im Buch, sperriger Begriff, Wachstumsrücknahme, das muss man erst einmal erklären, aber das ist im Aufwind, also da gibt es immer mehr Zuspruch, Konferenzen, sehr, sehr viel Interesse und das müsste Eingang finden. Also was auf jeden Fall nicht sein kann, dass ein Green New Deal in Europa damit einhergeht, dass letztendlich die Frage des Ressourcenverbrauchs nicht konkret gestellt wird. Kreislaufstrategie, da ist das zum Teil enthalten, aber im Grunde
geht es in die falsche Richtung. Ich gebe ein weiteres Beispiel, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe. Das ist nicht im Buch, das war schon danach. Die Tesla-Fabrik in Brandenburg, die Gigafactory in Brandenburg. Das ist totaler Horror, was da passiert. Also das wird als Alternative präsentiert, dass hier in großen Stil Elektroautos produziert werden. Das bringt massive Probleme für das Grundwasser in der Region mit sich. Der Strombedarf in der Region ist dramatisch gestiegen und vieles mehr. Also es müsste sich so eine Strategie der Europäischen Union auch immer konkret ausbuchstabieren, dass solche Megaprojekte nicht umgesetzt werden dürfen. Daran bemisst sich dann so eine Strategie der Europäischen Union. Wenn man mit solchen Maßgaben kein Tesla-Werk in Brandenburg verhindern kann, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, dann ist das nichts wert. Ich halte fast alles, was du gebracht hast, die Kritik und auch die Forderungen und die Hinweise für eine mögliche Bewegung, das halte ich fast alles für richtig. Nur sehe ich die Chance nicht, dass das gelingt. Also ich probiere seit Jahrzehnten politisch aktiv zu werden und ich sehe, dass es nicht besser, sondern schlimmer wird. Also die gesellschaftskritischen Bewegungen haben einen geringeren Einfluss. Was das Klima betrifft, das ist in jeder Zeitung drinnen, es wird aber nur versucht, mit vollem Schwung das sozusagen mit den falschen Mitteln zu lösen, ja, also mit Elektroautos und so weiter und Bau eines riesigen Gasterminals, dass das Flüssiggas aus den USA importiert wird, was natürlich überhaupt den CO2-Ausstoß nicht verringert. Ja. Und ich halte, das ist sehr pauschal, Change by Disaster, das müsste man aufgliedern. Ich halte aber das für wesentlich realistischer und wahrscheinlicher. Das ist also wirklich grauenhafte Desasters, mehrere hintereinander geben wird und sich erst dann was ändert, wenn die Desaster so groß sind, dass das internationale Kapital keine Chance mehr sieht, seine Geschäfte ungestört fortzuführen. Weil bis jetzt sind alle diese Bewegungen stören das Kapital überhaupt nicht. Sogar während der Covid-Krise sind die Gewinne noch angestiegen überall. Also ich sehe keinen Ausweg, also dass in dem Sinn, dass meine Handlungen oder auch kollektiv die von ein paar hundert oder ein paar tausend Leute wirklich in absehbarer Zeit was verändern, außer innerhalb dieser Minderheit zu lernen und das Bewusstsein zu verändern. Und ich danke auch für dieses Buch, ich habe es teilweise gelesen, ja, und jetzt noch einmal über den Inhalt einiges gehört. Ja. Sowas ist total wichtig, ja, weil das die einzige Chance ist, dass das Bewusstsein sich verändert. Aber Veränderungen in der Realität in absehbarer Zeit scheinen mir unwahrscheinlich. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich halte es an dieser Stelle mit Antonio Gramsci, Optimismus des Willens, Pessimismus des Verstands. Das heißt, wir müssen es immer weiter versuchen. Es bleibt uns nichts anderes übrig und wir leben, die meisten von uns, also wenn wir im Besitz der richtigen Papiere sind und vieles mehr, dann leben wir in einer ungeheuer privilegierten Situation. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, die wir nutzen können und die wir nutzen müssen. Gerade hier und an der Universität stehen uns diese Möglichkeiten offen. Aufbau der sozial-ökologischen Bewegungen, Strategiediskussion, Auswählen von konkreten strategischen Zielen. Jetzt wird wieder bereits mobilisiert für die bereits erwähnte European Gas Conference und vieles mehr. Also Optimismus des Willens, Pessimismus des Verstands. Wir wissen alle, dass es um die Dinge sehr, sehr schlecht steht, sehr, sehr besorgniserregend. Aber the future is unwritten. Die Zukunft ist offen, und zwar in alle Richtungen. Und unsere Arbeit, unsere Aufgabe besteht darin, diese Vernetzung ernst zu nehmen, die globale Vernetzung, die Umverteilung der Privilegien, den Aufbau der Bewegungen. Und dann werden wir sehen,
wie sich die Dinge entwickeln. Und wir müssen darauf reagieren und die Strategie, die Debatte offen und plural führen. Das glaube ich, das ist das Zentrale, die zentrale Herausforderung. Bitte. Okay, danke. Direkt dazu, es ist total frustrierend zu sehen, dass man ganz vieles versucht, aktivistisch, und auch ganz vieles klappt und ganz vieles, das meiste gefühlt, überhaupt nicht. Ich kann das sehr nachfühlen, was Sie gerade gesagt haben. Sie als Vortragender jetzt und kurz, ich muss Worte finden, Entschuldigung. Haben Sie eine Position dazu, ob Klimaproteste und sozial-ökonomische Bewegungen gewaltfrei oder gewaltvoll sein dürfen oder sollten? Wenn ja, welche ist das? Mhm. Müssen wir gewaltfrei bleiben oder müssen wir gewaltvoll werden gegen Mensch und Material, damit es funktioniert, damit wir es noch rumreißen können? Oder schaffen wir es friedlich? Mhm. Diese Frage, vielen, vielen Dank, nimmt tatsächlich in meinem Buch auch eine wichtige Rolle ein, gerade in der historischen Betrachtung der auf globale Solidarität abzielenden Bewegungen. Ich habe bereits eingangs gesagt, zu Beginn, ich habe ein bisschen genauer analysiert die internationalen, habe die Komintern besonders herausgestrichen, die natürlich also in einem totalen Desaster geendet hat, also mit furchtbaren Gewaltexzessen und dann letztendlich auch eliminiert und viele ihrer Kader eliminiert wurden. Das sind Lehren aus dem 20. Jahrhundert, die wir ziehen müssen, und diese Entwicklungen müssen wir unbedingt verhindern. In den Klimabewegungen, so wie ich das mit vielen Mitstreitenden diskutiere, ist der Grundsatz friedliche Sabotage, das ist wichtig, ziviler Ungehorsam, in diese Richtung müssen wir gehen. Blockaden, auch Beschädigung von Gegenständen, von Maschinen etc. sind absolut legitim. Da bewegen wir uns in einem Bereich, der nicht legal ist, selbstverständlich, aber es ist legitim. Es gibt einen Unterschied zwischen legalen Handlungen und legitimen Handlungen. Legitime Handlungen sind die, bei denen keine Menschen zu Schaden kommen, nicht Gewalt ausgeübt wird gegenüber Menschen, aber die Infrastruktur des fossilen Kapitals angegriffen wird. Und das halte ich für absolut wichtig und legitim. In der Gewaltdebatte ist es so, dass der hegemoniale, vorherrschende Gewaltbegriff das bereits als Gewalt brandmarkt. Also wir wissen alle, es gibt eine unglaubliche Repression, auch in Österreich, gegen Klimaaktivismus, die vor allem die letzte Generation, aber auch viele andere Gruppen betrifft. Das heißt, hier wird mit einem Gewaltbegriff operiert, der bekämpft werden muss. Das ist nicht der Begriff von Gewalt, den ich teile. Da müssen wir diskursiv ganz, ganz klar argumentieren und Gegenbegriffe von Gewalt in den Vordergrund stellen. Die strukturelle Gewalt durch das fossile Kapital, die erscheint sozusagen in den herrschenden Verhältnissen als vollkommen normal, die wird nicht hinterfragt. Das ist einfach so, und wenn sich Gruppen, Personen auf die Straße kleben, dann ist das Gewalt. Dem müssen wir ganz klar widersprechen. Da müssen wir ganz klar argumentieren. Das heißt, friedliche Sabotage, auch die Zerstörung von fossiler Infrastruktur, das halte ich für legitim. Es dürfen keine Menschen zu Schaden kommen. Und das ist, denke ich, der Rahmen, in dem wir uns bewegen müssen. Historische Beispiele mit der Anwendung von Gewalt in ganz anderen Situationen, die nicht vergleichbar sind, Widerstand gegen den Faschismus, Partisanenbewegung etc. Da müsste man selbstverständlich auch diskutieren, in die Tiefe gehen. Das kann ich jetzt hier an diesem Abend nicht leisten. Aber was die Klimabewegungen, die aktuelle Klimabewegungen, unsere Situation betrifft, würde ich in etwa so argumentieren. Das wäre die Position, die wir voranstellen müssen, und da haben wir schon sehr viel zu tun.
Ja, es kam noch eine Frage online rein. Sie sprechen immer von wir. Wen meinen Sie damit? Das Wir besteht doch aus einzelnen nur Ichs. Was kann ich, eine Pensionistin, machen? Von Essen kaufen bis Gegenstände und Urlaub mache ich schon ewig. Also ich weiß nicht, ob sie meint wenig oder ob sie das schon ewig richtig macht. Mhm. Ja, danke vielmals. Das ist auch eine Frage, die mir schon oft gestellt worden ist. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir uns organisieren. In Klimagruppen, an der Universität, in den Stadtteilen. Selbst wenn ich nicht organisiert bin, dann wohne ich in einer Straße. In den meisten Fällen oder wohne am Land, in einem Dorf. Wie dem auch sei, es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu tun, sich zu organisieren. Das Wir, das ich adressiere im Buch, ist ein plurales, offenes Wir. Damit meine ich in erster Linie, also nicht nur diejenigen, die jetzt schon organisiert sind, sondern auch diejenigen, die ein profundes Unwohlsein merken, spüren mit der tiefen sozialökologischen Krise, in der wir leben, und die darauf Lust haben, sich zu organisieren, etwas zu tun. Das heißt, dieses Wir, das ich adressiere, ist offen, plural. Ich habe auch im Buch geschrieben, in der Einleitung, das Buch adressiert sowohl Menschen mit langer Organisierungserfahrung als auch Menschen, die gar keine Organisierungserfahrung haben, aber etwas tun möchten, sich irgendwo anschließen möchten, sich organisieren wollen, aktiv werden wollen. Das heißt, dieses Spektrum des Wir ist breit. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe und mitgenommen habe von den globalisierungskritischen Bewegungen. Das ist nicht so, dass wir eine Partei haben, ein Programm, Parteikader, Linie und Abweichung. Das halte ich für ein großes Problem, großen Fehler, sondern die Bewegungen müssen plural sein. Und das ist das Wir, auf das ich abziele. Das Online-Publikum ist recht rege heute. Die nächste Frage, auch zwei Themen, die sehr oft verknüpft sind: Wie sollen Arbeitsplätze geschaffen werden ohne Wirtschaftswachstum? Mhm. Also das geht ja immer Hand in Hand in den Medien und in der Darstellung. Mhm. Das Argument der Arbeitsplätze muss natürlich zunächst mal entlarvt werden als ein Argument der Herrschenden. Arbeitsplätze, wenn wir das und jenes tun, sozialökologische Transformation, dann sind die Arbeitsplätze weg und dann kommt die große Krise. Das ist ein Argument der Herrschenden. Wir müssen die Wirtschaft ganz neu denken. Arbeitsplätze, das meint der Lohnarbeitsplätze, die Stellung der Lohnarbeit muss zurückgehen in unserer Gesellschaft. Wir sind ja aktuell eine komplett lohnarbeitszentrierte Gesellschaft. Wer nicht lohnarbeitet, scheint im Prinzip keine Existenzberechtigung zu haben, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und von diesem Verständnis von Arbeitsplatz, Lohnarbeit, Leben, da müssen wir weg. Und das hängt eben zusammen. Mein Vorschlag ist eben, dass es eine starke, gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur geben soll. Dann ist bereits von vornherein die Wichtigkeit von Arbeitsplätzen, von Lohnarbeit reduziert. Wenn der Wohnraum günstig ist, wenn ich einbezogen bin in solidarische Netzwerke der Lebensmittelversorgung, wenn ich mich frei bewegen kann mit günstigen, gut ausgebauten Lebensmitteln, wenn es eine gratis Gesundheitsversorgung gibt, keine Zweiklassenmedizin, wenn es gratis Ausbildungsplätze gibt und vieles mehr, dann ist die Bedeutung von Arbeitsplätzen bereits reduziert. Und gleichzeitig ist es so, dass es ja viel zu tun gibt. Es gibt ja gerade in der sozialökologischen Krise enorm viel zu tun. Unsere Wälder sind kaputt. Da braucht es viel mehr Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. Ökologisierung der Landwirtschaft, Wiederaufbau der Wälder, Dämmen der Gebäude. Es gibt einen eklatanten Mangel an Installateuren. All das würde in einem nicht wachstumsorientierten, progressiven Green New Deal einfließen. Und die Arbeitsplätze müssen eben umgebaut werden. Das ist eine gigantische Herausforderung, beispielsweise den deutschen Automobilsektor abzuwickeln. Und die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten,
in anderen, sinnvolle Beschäftigung in anderen Bereichen zu organisieren, aber gleichzeitig Degrowth mit einer Reduzierung der Bedeutung der Lohnarbeit, Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, Aufwertung der Care-Arbeit, Reduzierung der Bedeutung der Lohnarbeit. Erneut. Die sitzen alle zu Hause leider. kriegen dann noch nichts vom Wein und von den Brötchen. Die Frage, geht das auch in Richtung Grundgehalt? Wäre das eine Möglichkeit für den globalen Norden? Also ich nehme an, so ein Grundeinkommen. Absolut. Also ich stehe der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber. Also ich unterstütze das. Aber ich möchte betonen, zwei strukturelle Probleme. Das erste, bedingungsloses Grundeinkommen wird allermeistens wird es diskutiert in einem nationalstaatlichen Rahmen, beziehungsweise innerhalb der Länder des globalen Nordens. Das geht nicht. So können wir das nicht konzeptionieren. Entweder für alle oder für niemanden. Globale Solidarität bedeutet, dass wir Modelle brauchen, bei denen auch tatsächlich alle mitversorgt sind. Das ist der erste Punkt. Das stellt eine enorme Herausforderung dar. Und der zweite Punkt ist der, dass ich sagen würde, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein wichtiges Element, aber es muss eben ergänzt werden durch eine gut ausgebaute, ich sage es nochmal, öffentliche Infrastruktur. Erst dann werden Marktmechanismen, erst dann wird der Kapitalismus zurückgedrängt. Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen und alles so lassen, wie es ist, die Mieten sind hoch, der Verkehrssektor ist so beschaffen, wie er beschaffen ist und vieles andere, dann ändert das nichts fundamental an der Marktvermitteltheit der sozialen Beziehungen. Mit dem müssen wir brechen und deswegen brauchen wir eine starke öffentliche Infrastruktur. Das heißt, wir müssen immer mehr Bereiche des Lebens, der Reproduktion des Lebens, dessen, was wir brauchen für ein gutes Leben, dem Markt entziehen. Also ich wollte noch mal zu den Einzelnen, der einzelne Konsumentin zurück. Also ich sehe auch da ein Wir. Und das kommt mir immer manchmal ein bisschen zu kurz, weil es wird immer so gesagt, na, die Einzelne kann nichts tun, aber das ist ein großes Wir. Und ich wollte noch mal zur globalisierungskritischen Bewegung zurück. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber da war so, in den Nullerjahren war die sehr stark und dann kam diese Abflachung. Und ich habe es so verstanden, wie wenn das quasi so eine Welle wäre von Bewegungen. Ich persönlich habe es eher erlebt, als es hat Gewalt beendet. Das heißt, es war ja die globalisierungskritische Bewegung wurde sehr bekämpft. Auch auf der Straße, es hat sehr viel Frust produziert, sehr viel Stress und so weiter und ich habe das einfach anders erlebt. Magst du das noch kurz erklären? Es hat Gewalt beendet, was meinst du damit? Ja. Durch Gewalt beendet. Genau, das heißt, es war eine extreme hegemonale Gewalt, okay, es war eine sehr hohe Polizeigewalt, ja, es ja. wurden... sehr viele Menschen eingesperrt, ja. Es gab sehr viele Strafen, Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt, ja. Man konnte nicht mehr über die Grenzen, man wurde registriert, Fingerabdrücke, alles. Ja, ja, okay. Danke, dass du das nochmal erklärt hast, das hatte ich falsch verstanden. Ja, dem stimme ich zu und gleichwohl ist es so, also es wurde durch massive Repression beendet, Proteste in die Knie gezwungen, Stichwort Genua 2001. Da hatte ich selbst großes Glück, nicht davon betroffen zu sein, nur durch einen glücklichen Umstand. Aber ich denke auch nichtsdestotrotz, dass soziale Bewegungen ihre Konjunkturen haben. Kein Protestzyklus kann über ewig lange Zeit aufrechterhalten werden. Irgendwann muss es geschehen, dass die Forderungen in ein institutionelles Gefüge gegossen werden. Das ist eine These, die ich im Buch sehr, sehr prominent behandle. Das kann kontrovers diskutiert werden,
bin ich absolut offen dafür. Also viele sind da jetzt auch, haben punktuell andere Ansichten. Ich würde meinen, dass uns das gelingen muss, dass wir nicht über viele Jahre mit einem Protestzyklus auf der Straße sein können, die Menschen ermüden. Und es kommt zur Repression. Ja? Absolut richtig. Ein anderes Beispiel, Anfang der 10er Jahre, die Platzbesetzungsbewegungen, die großen Bewegungen im arabischen Raum, die also mit brutaler, extremer Gewalt unterdrückt worden sind. Ja. Die Strategie der Diskussion muss hier auch ansetzen und gerade ist ein sehr interessantes Buch rausgekommen, das in der aktuellen Ausgabe der Zeitung Analyse und Kritik debattiert wird. Ein Forscher hat eine recht hohe Anzahl von Aktivisten, Aktivistinnen dieser Platzbesetzungsbewegungen und der Aufstände im arabischen Raum interviewt und ist zu dieser Erkenntnis gekommen, dass letztendlich die Strategie für das danach gefehlt hat. Das große Problem der Vermittlung in ein institutionelles Gefüge. Oder man könnte es auch anders formulieren, die Machtfrage. Die Machtfrage wurde nicht klar gestellt und dann kam die brutale Repression. Ja, jetzt gibt es darauf natürlich auch keine einfache Antwort. Die Antwort, die vielfach gegeben wurde im 20. Jahrhundert oder erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, um es mal so zu sagen, Leninismus oder der Ansatz, alles zu konzentrieren auf die Übernahme der Macht im Staat, hat auch viele Probleme und Fallstricke. Das ist auch oftmals schiefgegangen. Und dieser Fehlschläge müssen wir uns gewahr werden und bewusst werden. Und diese Widersprüche und wie wir uns da entlang handeln können, versuche ich im Buch ein bisschen zu diskutieren. Endgültige Antwort kann es natürlich keine geben. Ich suche das raus, was das ist. Bitte. Ich habe noch einen Punkt, der zumindest erwähnt werden sollte, das ist irgendwie die weltweite Militarisierung, die ja eher steigt als, ja, als sinkt. Nicht? Und also das, was ich gemeint habe, ist, es wird riesige Desaster geben. Glaube ich, dass das auch beinhaltet, dass einige Bewegungen oder Gebiete, in denen versucht wird, das Geschäfte machen, zu verhindern, dass die einfach von irgendwelchen Armeen besetzt werden. Und die Frage ist, wie man auf diese absolut hochgerüstete Welt in einer Bewegung antworten soll. Nicht? Man braucht nur in die Ukraine, Russland-Ukraine schauen, nicht? Oder etwas weiter zurück, was sich in Afghanistan abgespielt hat und Syrien, Irak und so weiter. Das kriegt man durch eine Bewegung, die Plätze besetzt, nicht so ohne weiteres weg, diese massive Militärgewalt. Ne? Ja, vielen Dank für diese ganz wichtige Anmerkung. Im Buch beschreibe ich auch eine Reihe von Initiativen in der Ukraine, in Russland, die versuchen, oppositionelle Kriegsgegner, Gegnerinnen zusammenzubringen. Und ebenso in Nahost, wo jetzt nach dem 7. Oktober natürlich wieder das Grauen des Krieges begonnen hat. Das sind alles ganz, ganz zarte, kleine Ansätze. Aber das Wichtige ist, dass wir diesen Ansätzen gewahr werden, dass wir ihnen eine Stimme verleihen, also nicht verleihen, die haben eine Stimme, aber die Stimme verstärken durch den Zugang zu Medien, dass wir die Stimme hörbar machen, vernetzen, materielle, immaterielle Ressourcen zur Verfügung stellen. Das ist das, was wir tun können. Ja? Natürlich sind wir mit einer ungeheuren Kriegsmaschinerie konfrontiert, mit gigantischen Militärausgaben, die einen Angst machen, die natürlich auch eine enorme Klimazerstörung mit sich bringen. All diese Dinge sind bekannt. Aber was wir tun müssen, sind diejenigen zu vernetzen, also auf beiden Seiten, auf allen Seiten der Konflikt teilnehmen, wenn man so will, die zusammenzubringen und Verständigungskorridore zu schaffen. Auch selbst in einer auswegslosen Situation wie aktuell in Nahost, wo Medico International
existiert bereits seit 50 Jahren, Sitz in Frankfurt, nicht unbedeutende Hilfsorganisation, wichtige Arbeit tut bei der Nothilfe und der Verständigung, selbst jetzt in dieser auswegslosen Situation zwischen palästinensischen und israelischen AktivistInnen. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe nachgesehen, das Buch von Vincent Bevins, der die Protestbewegung der 2010er Jahre untersucht hat. Und dieses Buch ist, ich habe es noch nicht gelesen, aber ein Interview jetzt in der aktuellen Ausgabe von Analyse und Kritik ist sehr empfehlenswert. Dann wäre noch eine Online-Frage, die wohl in Richtung Menschenbild geht. Sie sind sehr optimistisch, was die Selbstlosigkeit und den Arbeitswillen Ihrer Mitmenschen betrifft. Was die Selbstlosigkeit und den Arbeitswillen Ihrer Mitmenschen betrifft. Wenn wer persönlich nichts vom Arbeiten hat, weil er bequem vom Grundeinkommen und verbilligtem Wohnen leben kann, wie viele wollen dann schwere körperliche Waldarbeit machen? Also an diesem Punkt habe ich tatsächlich ein positives Menschenbild, weil ich denke, dass es auf die Einbettung sozialer Beziehungen in eine Gesellschaft ankommt, die sinnstiftend ist. Wir leben ja aktuell in einer Welt, die überhaupt in vielen Fällen überhaupt nicht sinnstiftend ist. Das Buch Bullshit Jobs von David Graeber. Ganz wichtiger Hinweis, ein großer Teil eben der Lohnarbeit durch Lohnarbeit vermittelten Tätigkeiten ist einfach Bullshit, ist einfach sinnentleert, kontraproduktiv. Und in einer Welt, in der wir Tätigkeiten nachgehen können, die uns mit Sinn erfüllen, die uns mit unseren Mitmenschen verbinden, Solidarität schaffen, eine gesunde Umwelt, da bin ich überzeugt, dass die Menschen dann mitmachen. Wenn jemand mal eine Phase hat, wo er nichts tun will, dann sei das der Person unbenommen. Dann kann das die Gemeinschaft auch auffangen. Und wenn es zu viel wird, dann wird es einen Diskussionsprozess geben. Also an diesem Punkt bin ich optimistisch. Ich würde mich an diesem Punkt auch beziehen auf zahlreiche soziale Experimente, Kommunenexperimente, Landkommunen, mit denen ich solidarisch verbunden bin, die das über lange Zeit experimentiert, erprobt haben, die sozusagen solche Art von Selbstregulatorien sind, einer mit sinnerfüllten Tätigkeitskosmos, um das mal so zu nennen. Also an dem Punkt bin ich tatsächlich optimistisch. Die Voraussetzung ist aber, dass die Menschen die Freiheit haben, die Freiheit für sich entwickeln können, sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen, die für sich selbst sinnstiftend sind, in der Gemeinschaft sinnstiftend und zu einer gesunden Umwelt beitragen. Dann glaube ich, dass sich jeder Mensch gerne betätigt. Fertig. Genau, herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die angeregte Diskussion hier im Saal und auch von zu Hause. Ja, ich kann nur sagen, lesen Sie das Buch. Es ist sehr interessant und ich freue mich auch über die optimistischen Worte jetzt am Schluss, weil angesichts der Lage kann man schon manchmal verzweifeln, würde ich sagen. Also hoffen wir das Beste. Herzlichen Dank. Danke vielmals, danke sehr. Ich darf Sie hier im Saal auch noch zu Getränken und einer Kleinigkeit zum Essen einladen. Würde mich freuen, wenn Sie bleiben und wir noch weiter reden können. Dankeschön. Das Buch ist auch da, das habe ich hinten aufgelegt. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, das können Sie bei mir bekommen.